Oh, ist das eng! Willkommen zurück zur Endlos-Herausforderung auf sehr schwierig. Beim letzten Mal habe ich es ohne Skips 5 Level weit geschafft. Mein Ziel wäre ja eigentlich mal 6 Level zu schaffen, denn so viel musste man in Super Mario Maker 1 in der 100-Mario-Herausforderung auf sehr schwierig hinter sich bringen, um den Modus zu schaffen. Hier starte ich zwar nur mit 30 Leben, aber trotzdem, das wäre mal eine Marke, das wäre mal ein Erfolg, das würde ich als Sieg werten und alles darüber hinaus, ja, keine Ahnung, ist Bonus oder Zugabe. Aber so weit zu kommen, das ist alles andere als Pipifax. Das musste ich jetzt schon einige Male feststellen und mit jedem Level kann es auch schon vorbei sein. The Raging Fortress. Klassisch gegen die Zeit. Gegen die Zeit ist nie gut. Steigt die Lava? Warum warte ich eigentlich drauf? Immer sofort weiter. Oh, oh. No! Hier will man wirklich... No! Das ist so unfair, ne? Diese seitlichen Forms sind tausendmal schlimmer als die von oben, weil du ja auf die zurennst und du kannst nicht mehr ausweichen. Und der ganze vordere Levelteil hat mich ja darauf trainiert, schnell zu machen. Komm, hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen Ausgang, den sich der Entwickler hier selbst eingebaut hat, oder? Keine Ahnung, Mann. Yeah. Kann ich wirklich was sehen? So, ihr könnt mal verschwinden. Ich glaube, ich werde die nochmal neu spawnen, diese doofen, Ach so, jetzt machen die gar nichts? Wieso bleiben die denn jetzt einfach 10 Sekunden da unbewegt stehen? Unleserlich, die Teile. No! Jetzt muss ich gerade einen Moment überlegen, ob diese Spike-Tops auch von der Decke fallen können, so wie die Stachis. Tun sie aber nicht! Schön, dass der komplett im Bild ist. Ah, immer diese Blind-Passagen. Ich könnte kotzen. LOL! Da sag ich's noch. Ich weiß schon, warum das Level diesen Namen trägt. Das ist nicht das Fortress, das hier zu ragen beginnt. Nein, ich bin's. Ich bin's. Immerhin kann man hier am Anfang schön durchblasen. Aber da anschließend bei dem Sprung beim ersten Mal den Tod zu vermeiden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann ja wirklich überhaupt nichts sehen. Ja, nicht mal von hier. Wenn man von unten hochkommt. Was mache ich denn hier dann am besten? Ich versuche halt mich... No! Da rein zu wiggeln. Jetzt noch ein riesiger Junior. Den ich sogar besiegen muss. Super. Was ist das? Warum? Wieso? Weshalb? Ich wollte eigentlich nur einen Wandsprung machen, um besser auf ihn draufzukommen. Dang it, ich kann das voll schlecht abschätzen. Ja, wirf du deinen Müll da in die Lava. Habe ich jetzt den Panzer getroffen? Tatsache. Komm du, Nervzwerg. Und gleich hinterher. Zacko. Und nochmal. Immerhin haben sie das geändert gegenüber Mario Maker 1, dass man ihn treffen kann, während er die Panzer aus seinem Gefährt holt. Das ging nämlich früher nicht, dass man einfach abgeprallt. So, das war mal ein Teil des Levels, aber nicht genug für einen Checkpoint. Doch, es ist genug für einen Checkpoint. Jetzt gehe ich mal schwer davon aus, dass die Lava anfangen wird zu steigen. Geil, der ist super positioniert, der Hammerbruder. Ich kann nicht wirklich sehen, wo ich hin muss. Kann auch nur hoffen, dass mir kein Hammer auf den Kopf fällt. Jetzt, no, irgendwelche Gegner aus dem Off. What? Das hat mich nach oben propelliert? Wieso? Ja, wie soll ich denen denn ausweichen? So, jetzt möchte ich auf der Seite bleiben, weil auf der anderen war die Bombe. Bombe? Aha, diesmal hat es nicht gereicht. Komm schon. Ja, danke schön. Ja gut, was mache ich denn dann? Ich muss den ja schon irgendwie an die Seite locken. Wieso rastet denn der so komplett aus? Ich dachte, der hat mal eine Ruhephase oder so da drin, aber nee. Ja, komm her. Ja, okay. Gegen den kann man fast nichts machen. Ich meine, der Levelteil geht jetzt eigentlich noch, ne? Ja, wenn die Plattformen nicht so dumm wären und so lahmarschig darüber fahren würden, dann könnte ich ihn mal irgendwie auf die andere Seite locken. Oh, komm, please, dankeschön. Immerhin war es auch die rote, ne? Das hätte genauso gut ein Troll sein können. Was kommt hier jetzt alles auf mich niedergeprasselt? Mit ein bisschen Glück kann ich hier auch ein Power-Up abstauben. Aber ich glaube, ich riskiere es lieber nicht. Wahrscheinlich habe ich sowieso nicht so viel Glück. Ach so, der kann ja... Ah, der kann ja Steine zerschießen, stimmt. Da ist das Ziel! Kann ich da einfach durchrennen? Komm, lass mich einfach durchrennen. Da, 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 da. Aufmachen, bitte! Hier ist die Polizei! Oh Gott. Jetzt wird's eng. Nein!
lol. Nein, du Sackgesicht. Wieso? Jetzt aber. Geschafft. 7 Leben verbraten und keins zurückbekommen. Kein guter Start. Kein guter Start. Ich dachte gerade, wann beginnt denn jetzt endlich diese Endsequenz? Bowser braucht eine halbe Stunde, bis er endlich sein Bad in der Lava genommen hat. Yippie! Ein Level geschafft. So, als nächstes vielleicht kein Castle. Das wäre schon mal ein Anfang. Icy Pit. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Ganz ehrlich, was du überhaupt nicht haben willst in der Endlos-Herausforderung, sind Level mit Zielbedingungen. Weil das bedeutet ja schon mal, dass man nicht einfach eher ans Ende rennen kann. Und dann noch das, nicht springen zu dürfen? Guckt euch das mal an. Wenn ich da jetzt nicht perfekt von der Kante latsche, dann war's das schon. Was passiert, wenn ich hier einfach nur renne? Nee, das passt nicht. Schade. Aber ich könnte mich halt auf die äußerste Kante dieser Plattform stellen und hoffen, dass ich dann einfach abgesetzt werde. Das könnte ich mal probieren. Ich habe auch inzwischen Ey, das hat funktioniert. Aus irgendeinem Grund hat das funktioniert. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ja doch, die Eiszapfen müssten eigentlich zu langsam fallen. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht zählt, dass ich den Boden verlassen habe. Ich bin da eindeutig voll von der Kante runtergelaufen, oder nicht? Ach, keine Ahnung, Mann. Mir soll's recht sein. Okay. Achtung. Spikes haben ja riesige Hitboxen in diesem Spiel. Was sollen denn die Banzai-Builds da? Das ist ja total unfair. Das ist kompletter Zufall, wenn man hier keinen Fehler macht. Wo soll ich überhaupt hin? Hier? Oh, ist das eng. Nein! Komm, lass es enden. Das Ding bewegt sich immer weiter an den Rand oben hin. Das ist doch irgendwie unschaffbar und trotzdem habe ich es geschafft. Das will ich aber nie wieder machen. Okay, komm, nimm das Leben mit. Nimm das Leben mit. Yes! Boah, ausgerechnet das schaffe ich jetzt im zweiten Versuch. Na gut, vielleicht war es auch der dritte. Irgendwie sowas. Ja, also ehrlich gesagt war das Level gut. Ich fand's echt gut gemacht. Mehr davon. Mehr Level wie dieses. A random castle made for fun. Ich bin doomed. Erstens, schon wieder ein Castle. Und zweitens, wenn irgendwas im Titel vorkommt von wegen mit Spaß oder sonst was, dann kannst du es eigentlich sofort in die Tonne kloppen. Achso, ich darf ja jetzt wieder springen. Ha, ich bin so ein Lappen. So, jetzt macht er das hier auf. Ich verstehe. Und anschließend muss ich die Karre benutzen, sonst komme ich nämlich da vorne nicht über die Spikes. Oh, ist das spaßig. Okay. Kein verstecktes Item oder sowas. 2 rote Münzen muss ich auch noch irgendwo auf meinem Weg einsammeln. Oh, ist ja lustig, wie die sich hier bewegen. Sieht aber so aus, als könnte ich mich da einfach unten durchducken, oder? Zumindest in den meisten Fällen. Juhu. Nein, 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 nicht bewegen. Holy crap, mein Steuerkreuz ist ein bisschen kaputt. Ich kann fast nicht nur nach unten drücken, sondern meistens wird dabei noch gleichzeitig eine Richtung getriggert. Was? Was ist das denn jetzt? Ach, come on. Lass doch mal ein Power-Up springen. So, jetzt habe ich ein etwas größeres Problem. Weil ich nicht weiß, wie ich diesen Abgrund überbrücken soll. Und selbst wenn ich es schaffe, werde ich von den Eiszapfen aufgespießt. Ich schätze mal, ich hätte das hier nicht aktivieren sollen. Ja, da ist es tatsächlich was versteckt. Toll, jetzt steht der wieder auf. Geh doch weg, du. Du hast deine Miete eh nicht bezahlt. Alles klar. Ich springe jetzt einfach mal da drüben an die Wand. Hoffe, dass der Eiszapfen fällt. Er fällt nicht. Oh nein. Was mache ich denn dann? Den Swamp dazu bringen, dieses Ding hier zu aktivieren? Aber was habe ich davon? Vielleicht will er ja auch einfach nur, dass ich das Kostüm wieder abgebe. Hoppla. Ist das so gewollt? Ich glaube fast. Immerhin das Ziel schon mal gesehen. Hat aber nicht den Eindruck gemacht, als könnte man da oben drüber springen. Ich muss es natürlich versuchen. Aber nee. Nee, da ist auch bis oben durchgezogen. Da gibt es leider nichts zu machen.
Okay, was gibt's hier zu tun? Eine Glasröhre und ein Schlüssel, den ich irgendwo zu finden habe. Boah, ist das ätzend. Wieso macht er denn jetzt diesen Sprung da? Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich erst hätte oben lang sollen oder unten lang. Das war jetzt irgendwie nicht eindeutig. Oben wäre es auf jeden Fall einfacher gewesen als hier. Aha, da oben ist Bum-Bum. Und das hier bringt mich an den Anfang zurück? Ja. Ja gut, dann versuchen wir mal Bum-Bum zu erledigen. Der wird wahrscheinlich den Schlüssel haben. Warte mal, will ich das? Ich lasse es mal liegen. Hallöchen, Bum-Bum. Ach, guck mal, ich krieg sowieso eine Münze. Dann könnte Bum-Bum unter Umständen sogar optional sein. Ich werde ihn trotzdem mal platt machen. Zacko. Wieso hat denn der jetzt eigentlich so Flügelohren? Verhält sich aber nicht so, als wäre es ein geflügelter Bum-Bum. Der fliegt doch sonst. Er ist tatsächlich optional, man muss den nicht killen. Es geht nur darum, ihm auszuweichen und die Schlüsselmünze mitzunehmen. Ich sehe gerade, der Timer bewegt sich bereits auf die 100 zu. Und jetzt direkt in die Lava gedroppt, oder? Oh Gott. Tschüssi. Na, ah, da ist es, da ist das Ziel. Hey, und ich habe ganz vergessen, in 3D World kriegt man am Ende ja doch ein Leben, wenn man an die Fahne kommt. Stimmt. Das ist der Vorteil von 3D World Schlössern. Oder Schlossumgebungen. Das war... Wie fand ich das Level? Es war okay. Dafür, dass es so einen merkwürdigen Titel hatte. Viertes Level, 23 Leben. Dashi plummets to his death. Nein. Ich mach das nicht mehr, es ist wie eine Bestrafung, steht in diesem Kommentar. Ich versuche gar nicht erst in diese Röhre reinzugehen, ist wahrscheinlich sowieso nur der Tod. Okay, Dashi ist ein sehr bekannter US-amerikanischer YouTuber, der sein Brot damit verdient, unfassbar trollige, grausame Level zu spielen. Und scheinbar habe ich davon jetzt eins erwischt. Das ist natürlich der ultimative Super-GAU. Das will man nicht. Nein, das will man wirklich nicht. Wie hätte ich denn jetzt eigentlich diesen Trampolin überhaupt ausweichen sollen? Kann ich das hier schon mal spawnen? Kann ich. Ich könnte es mir sogar mitnehmen. Unter Umständen kann ich mir damit was ercheaten. Ach so, was? Hä? Wieso? Ach so, das Ding ist gar nicht auf der Schiene. Es hat mich jetzt beim letzten Mal schon den Tod gekostet. Besser gesagt, das Leben. Aber ich habe das gar nicht realisiert. Okay, dann ist das, glaube ich, gar nicht machbar, wie ich das hier versuche. Ich müsste eigentlich kurz dieses Ding triggern und dann sofort hier rüber, oder? Ich bin schon wieder tot, nicht wahr? Ja. Was? Hitboxen, Alter! Power up? Von wegen. Kannst du knicken? Was kommt da rausgeschossen? Kettenhund oder sowas? Ach, ein Maulwurf. Wieso ist denn der so langsam? Egal. Ich meine, gleich wird irgendwas den Schalter aktivieren und ihn wieder rückgängig machen. Das weiß ich doch jetzt schon. Voll der friedliche Abschnitt. Nein! Wieso sag ich sowas überhaupt? Ich glaube, der Maulwurf ist gestorben. Das hat sich zumindest so angehört. Dann will ich... Ist hier etwa alles zu? Nee, hier kommt man durch. Zweite Reihe Kaiserblöcke? Nein. So, jetzt heißt es wahrscheinlich Beeilung. Soll ich mal noch einen zweiten mitnehmen? Wenn der nicht so lange brauchen würde, da rauszufallen. Aber immerhin kann ich mir dadurch etwas Zeit erkaufen. Nein, ich hab's... Oh, ich hab's doch gespürt. In dem Moment, wo ich abgesprungen bin, dachte ich, nein, das kann nicht sein, das ist viel zu einfach, aber es war schon geschehen. Die Eingabe war bereits getätigt. Das heißt, eigentlich müsste ich keinen zweiten P-Switch mitnehmen.
Ich tue es als kleine Versicherung trotzdem. Dann kann ich nämlich jetzt hier den nochmal aktivieren und ein bisschen scouten, wo hier die Blöcke sind. Okay. Okay, okay. Hast mich nicht dran gekriegt. Jetzt wäre es ganz gut, wenn ich noch einen als Reserve mitnehme. Mhm. So machen wir das. Und ja, keine Ahnung. War, glaube ich, eine gute Idee. Boah, diese Trampoline, die man in der Luft erwischen muss, die sind nicht ohne. Was kommt da raus? Ein weiterer Helm. Jetzt wird er ja richtig großzügig. Soll mich wahrscheinlich alles killen. Aber nicht mit mir. Ist da oben, wenn man da jetzt rüber könnte mit einem Shelljump. Wie lang ist dieses Grau noch? Und wo sind die Kaiserblöcke? Das ist hier die Frage. Wie hast du es versucht, ey? Eigentlich will ich nicht durch eine einzige dieser Türen gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Oha. Tja, keine Ahnung, Mann. Vielleicht kriege ich ja nochmal einen Helm. Schieß mal. Ich bin nicht schnell genug, um den abzufangen. Na gut, dann laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Nee, das macht keinen Sinn. Ich muss da echt aufsteigen. Ich hätte gar nicht hier hingemusst, fällt mir gerade auf. Was? Ich habe das Ding gekickt. Wie habe ich das denn geschafft? Komm schon. Wie schwer das zu timen ist, Mann. So, jetzt muss ich absteigen. Was war wieder so ein komisches Momentum, das ich da hatte. Jetzt bin ich klein. Theoretisch kann ich nicht mehr lange überleben. Kommt da was raus? Nein? Komm schon, gib mir ein Power-Up oder irgendwas. Sei wenigstens ein bisschen fair. Nein, wieso? Was habe ich falsch gemacht? Dieser Pilz ist halt auch schon ein bisschen verdächtig. Ich meine, warum sollte er so nett sein und mir einfach einen Pilz in die Hand drücken? Kann auch sein, dass es hier irgendwo unsichtbare Blöcke gibt, mit denen man doch irgendwie da oben drüber kommt. Was weiß ich schon. Also hier, das war ja ein bisschen komisch vorher. Das hat sich angefühlt, als hätte ich da einen Weg genommen, der nicht gewollt war. Aber ich schwöre, wenn ich hier durch die Tür gehe, bin ich down. Schlimmer, ich bin wieder am Anfang des Levels. Boing. Nee, da oben ist nichts. Schade. Ist aber auch schon so verdächtig mit diesem P-Switch da. Da will er, dass man schnell macht. Wahrscheinlich, damit man irgendwas Wichtiges übersieht. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, welche Tür ich genommen habe. Ich glaube, die hier. No, wo bin ich? Ach, jetzt bin ich hier unten. Das ist okay. Dann schaue ich nochmal. Aber da hinten war, glaube ich, eine Wand aus Stacheln oder irgendwie sowas. Wenn ich nur so einen blöden Helm kriegen könnte. Dankeschön. Dann habe ich jetzt wenigstens einen Damage Boost frei. So, jetzt komme ich nämlich auch ohne die Hilfe von diesem blöden Ding hier hoch. Lol. Und jetzt muss ich auch mal schauen, ob es hier noch irgendwo eine Möglichkeit gibt, abzukürzen oder einen anderen Weg zu finden. Also das ist sofortiger Tod. Das will ich nicht. Jetzt muss ich halt mal schauen, was hier unten sich befindet. Nada. Ich frage mich, ob das Ding irgendwo hinschießt, wo es einen irgendwo hinbringen kann. Ja gut. No, ich wollte doch nur die Tür untersuchen, weil das die einzige ist, die man nicht mehr betreten kann, nachdem der P-Switch weg ist. Also, was hatte ich jetzt vor? Ich wollte in die Tür, aber muss aufpassen, dass ich nicht den Kaiserblock berühre. Und ich bin hier ganz schlecht. Warte mal. Dankeschön. Ich kann da drüben stehen, auch wenn es ein Spike ist. Ich mach's trotzdem, einfach um zu sehen zu können, was da noch so kommt. Warte, jetzt bin ich ja wieder hier. Jetzt bin ich ja wieder hier. Das bringt ja überhaupt nichts. Okay, dann fahre ich jetzt aber nochmal mit dem Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja doch was. Ich weiß zwar nicht, was genau. Ja, eigentlich kann es überhaupt nichts bringen. Oh, ich kann nicht auf das Ding reagieren, du. So. Also, ich drehe hier um. Bin ich schon mal aus der Röhre rausgekommen? Oder irgendwie? Es ist... Oh, lololol, es ist zumindest ein anderer Bereich. Es ist zumindest ein neuer Bereich. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Warte, ich reite das mal. Haha, ich bin so clever. Juhu. Was wäre passiert, wenn ich den P-Switch aktiviert hätte? Weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt noch... Warte. Kaiserblöcke? Nein?
bin wieder drauf reingefallen. Oh. Dang it. Warte mal, ich bin ja dumm. Ich könnte mir so ein Trampolin mitnehmen. Ich meine, jetzt muss ich einen Treffer dafür einstecken, aber macht ja nichts eigentlich. Und damit würde ich dann relativ bequem am Ende über das Zeug drüber kommen. Weißt du was? Gib mal so einen Helm her. Achso, der ist jetzt da unten, dann funktioniert es natürlich nicht. Und wieder drüber. Moment mal, jetzt kann ich von hinten erschossen werden. Das ist zu gefährlich. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da müsste die spawned sein. Also komm, gib her. Dang it! LOL! Ah, nein! Was für eine Kacke. Okay, ich denke, ich kann es zurücksetzen. Ich muss nur warten, bis der P-Switch aufhört. Nur leider habe ich halt jetzt mal Trampolin verspielt. Und das nur, weil ich unbedingt so ein blödes Helmchen haben wollte. Dankeschön. Und jetzt gibt mir noch eins als Reserve. Okay. Komm, das ist hinzukriegen. Ich glaube am Ende, man kommt über die Stacheln drüber. Ich meine, die waren 5 oder 6 Blöcke hoch. Und da kann man drüber springen. Ja, kann man. Leider kein Leben bekommen, weil mich der Schwung einfach reingerissen hat, aber okay. Ich hab's immerhin geschafft. Ja, eines der grausamsten Level, die wahrscheinlich im Umlauf sind. Boah, ich würde so gerne buhen. Ich mach's einfach mal nicht. Es ist besser, ich ignoriere es einfach. Phew. Level Nummer 5 mit 6 Leben. Das war ein harter Verlust. Hardcore-Parcours, besiege alle Bowser und erreiche das Ziel. Ja gut. Ich schätze mal, die Lava kommt gleich. Nein? Wo soll ich eigentlich hin? Warum zeigt der Pfeil da drüben hin? Wenn es ganz offensichtlich da oben weitergeht. Was will er mir denn damit sagen? Ha. Ha? Oh! Gut, wenn ich in die Lava falle, dann ist das einerlei, aber trotzdem. Dann werde ich jetzt mal mit aller Geschwindigkeit hier runterspringen. Oh! Keine Ahnung, ob ich den P-Switch gebraucht hätte. Ach, ist das ätzend. Wieso? Wieso so viele Blindjumps? Lol, jetzt wäre da oben eine Feder rausgekommen. Kann ich das riechen? Also, ich aktiviere... Ach so, das ist ein Troll, das ist nur eine Falle. Ach, ich bin aber auch ein Lappen. Wow, die springen aber hoch. Also muss ich jetzt irgendwie die Kamera hier hochbekommen, das ist supi. Und jetzt Schwung! Ich darf sicher landen. Ey! Moment. Bestimmt keine gute Idee, die wegfliegen zu lassen. Mhm. Ja, jetzt traue ich den Pfeilen halt nicht mehr wirklich, muss ich sagen. Ich land lieber mal auf dem, was ich sehen kann. Jetzt muss ich den noch irgendwie killen. Und ich kriege unendlich Feuerblumen. Aber wenn er jetzt noch weiter auf mich zukommt, dann stößt er mich halt irgendwann in die Lava. Gerade verhält er sich aber noch ziemlich dämlich, muss ich sagen. Er ist down! Ach, da wäre ein Pau drin gewesen. Lol, damit hätte ich ihn Insta killen können. Okay. Ich bin wieder da. Ich bin echt wieder da. Zwischenzeitlich hat es nicht so ausgesehen, aber ich habe wieder 5 Level geschafft. Vor allem, weil das zweite und das dritte so großzügig und nett waren. Und das hier jetzt eigentlich auch, ne? Das war nicht wirklich schwierig. Aber dadurch, dass es am Anfang so einen Troll hatte, wurde es wahrscheinlich von vielen geskippt. Level Nummer 6 mit 5 Leben. Race Against Death. Das Rennen gegen den Tod. Ich habe 500 Sekunden Zeit, also von Rennen ist erstmal nichts zu spüren. Immer erstmal auschecken, ob es was Verstecktes gibt. Wieso darf ich da hoch? Oh! Ist aber bestimmt ein Softlock, wenn ich mich jetzt hier weiter vorarbeite, oder? Ich probiere es lieber nicht. Einfach durchgefallen. Ja gut, Clownskutsche an Stacheln vorbei manövrieren, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist klar. Hä? Ist
das dein Ernst? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der so getroffen wird. Ich zähle die Sekunden, bis ich vernichtet werde. Soll ich oben durch? Komm, wir gehen. Nein! Dämliche Clownskutsche. Oh Gott, die kriege ich nicht mehr angehalten hier. Ne, die macht jetzt hier, was sie will. Ich steige einfach aus. Aber wahrscheinlich brauche ich sie so oder so, um hier bis ans Ende zu kommen. Aber ich kann schon mal ein bisschen Informationen sammeln. Ich wollte eigentlich da runterspringen, habe nur nicht gesehen, dass da oben eine Decke aus Stacheln herrscht. Wenn ich ein einziges Mal die Stacheln berühre, dann gerät die Clownskutsche dermaßen außer Kontrolle, dass ich eigentlich tot bin. Das heißt, ja, ich muss mich mehr als jemals zuvor darauf konzentrieren. Das ist doch unfair! Diesmal wusste ich sogar, aber ich konnte nicht sagen, an welcher Stelle ich am besten runtergehen soll. Plopp. Wenn ich so einen Stern haben könnte, das wäre supi. Nein, nicht mal ansatzweise berührt. Das ist so ein Quark mit dieser Clownskutsche. So, jetzt muss ich hier kurz springen, weil unten durch will ich gar nicht. Dann sammle ich jetzt den Pilz ein. Hoffe, dass nicht doch noch so ein Swamp auf die Kante von meiner Clownskutsche klippt. So, und jetzt weiß ich halt nicht. Soll ich hier durch? Nee, das macht keinen Sinn. Das ist komplett zu. Ach, hier kommt man doch nicht durch. Oder? Nein, leider nicht. Aber sowieso, der Swamp? Ach, das ist gar kein Swamp, der nach unten geht. Okay, dann ist natürlich klar, wie man da durchkommt. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich die nicht berühren darf, weil wir hier in Super Mario World sind und nicht 3D World. Ey, bestimmt hat er auch noch Sackgassen eingebaut, wo man überhaupt nicht weiterkommt. Soll ich mal versuchen, hier unten lang zu gehen? Das war dumm. Nein, jetzt habe ich das wieder berührt und eigentlich habe ich es nicht berührt. Lollikopter! Mit meinem Helikopter hier. Kann der Bowser jetzt mal aufhören, seine random Kotze hier rumzuwerfen? Anscheinend nicht. Ich meine, vor der Sonne bin ich ja eigentlich geschützt. Die fliegt immer unter mir durch. Wie mich diese Flamme ärgert. Und er hört echt nicht damit auf. Schön vorsichtig. Es ist so nervenzerreißend. Ein Fehler. Und ich bin down. Ich habe da unten eine Münze gesehen. Die ich nicht will. Ich will eigentlich nur ins Ziel. Ja, komm, schwing noch mal rüber. Please. Oh, ich bin aus Versehen nach oben geflogen, ey. No, wieso? Bitte nicht. Nein! Ich habe einfach Panik geschoben. Ich habe mich schon gesehen, wie ich von der Sonne zerlegt werde. Ich musste ins Ziel, sorry, auch wenn ich dadurch jetzt kein Leben bekommen habe. Puh, es ist geschafft. Es ist geschafft. Ein Sieg für mich. 6 Level ohne Skips. Abgeschlossen. Da kann ich ja jetzt wirklich beruhigt ins nächste gehen. Was kriegen wir? Ein Japaner zum Abschluss. Supi. Giri Giri irgendwas. Und es ist ein 50 Sekunden Speedrun. Na, dann ist es wenigstens kurz und schmerzlos und dauert nicht lange. Was ist das? Jetzt lässt er mich erstmal durch eine Ebene laufen, um mich anschließend komplett zu vernichten? Oder wie muss ich das sehen? Ach so. Ach so! Ja, ist klar. Gar nicht mal so wild. Kann aber sein, dass ich sogar eine dieser Krallen überspringen muss, um schnell genug zu sein, um der Säure zu entkommen. Das kann ich jetzt nicht wirklich wissen. Und es einfach mal zu versuchen, ist auch relativ riskant. Also die hier kann ich nicht überspringen. Aber die muss ich überspringen. Seht ihr das? Das hat gar keinen Wert, da reinzuspringen. Letztes Leben. Und vermutlich ist der Timer sowieso extrem tight. Und diesen Anfangsbereich hier hat er nur hinzugefügt, damit es wirklich auf die allerletzte Millisekunde passt. Selbst wenn man so schnell wie möglich ist. Okay. Zacko. Zacko, Zacko. Wie oft lässt er mich das noch machen, diese Dinger zu überspringen? Das ist die Frage. No! Ich habe doch gar nichts falsch gemacht eigentlich, oder? Aber es lässt sich nicht ändern.
Game over. Mit einem neuen Rekord von 6. Aber wie gesagt, damit bin ich eigentlich ganz glücklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.